Der ganz neue Bambulab A1 Mini, heute bei mir in meinem Unboxing-Video. Saugeiler, sehr schneller Drucker. Der ganz neue Bambulab A1 Mini in der Combo-Variante, heute in diesem Video. Viel Spaß. Ja Freunde, ihr seht es ja auch im Hintergrund, ich bin ja auch glücklicher Besitzer eines Bambulab X1 Carbon, also auch groß mit dem AMS obendrauf. Und heute gucken wir uns den kleinen Bruder an, der nochmal eine Nummer kleiner ist, weil es gibt ja eigentlich noch den P1, der dazwischen ist. Das hier ist die ganz kleine Variante mit einem kleineren Druckbett und so weiter. Heute speziell das Unboxing, weil das ist, wie ich persönlich finde, bei Bambulab immer wieder ein spannendes Erlebnis, was die sich dabei überlegt haben, wie man das Ganze macht. Einfach nur genial. Man sieht es nämlich hier schon. Hier kommt ja die Folie an der Seite schon raus. Da steckt wirklich eine geniale Idee hinter. Also ihr seht das, man wird hier direkt mit dem Schriftzug begrüßt. Ist auch Pappe, sodass nichts drankommen kann. Also man hat sich hier wirklich Gedanken darüber gemacht, wie man möglichst sicher versenden kann, was nicht viele machen. Oder auch hier seitlich einfach, dass hier so ein Kunststoffgriff drin ist im Karton. Also hier wurde wirklich mal wieder komplett mitgedacht und so kenne ich das auch schon von dem großen Carbon-Variante. So, und jetzt seht ihr es ja hier, haben wir jetzt hier einfach so eine dicke Folie hier dran, die ist hier extra festgeklebt, weil man den Drucker an der Folie rausheben soll. Und ja, der ist bedeutend leichter natürlich, da ist weniger Material dran, kein Gehäuse und so weiter als der große. Und dann gucken wir, ob das Ganze jetzt klappt. Klar, der Karton zieht jetzt ein bisschen mit hoch, aber wenn ich den hier mit den Füßen ein bisschen einklemme, geht das. So, und dann seht ihr, haben wir dieses komplette Teil hier innerhalb der Folie drin. Also positionieren wir uns den mal direkt hier oben. Dann müssen wir gleich mal gucken, ob wir den rauspacken. Da ist in der Regel auch immer wieder irgendwo ein QR-Code zum Scannen. Ihr könnt es auf der Bambulab-Webseite ganz genau feststellen, wie es gemacht wird, das Auspacken. Die haben für wirklich jede Anwendung, jeden Bereich ein Video gemacht oder eine kleine andere Bilderdokumentation. Dieses besagte Video, welches es bestimmt gibt, ich habe nicht nachgeguckt. Ich habe es auch extra bewusstermaßen nicht angeguckt, damit wir jetzt hier ganz unbedarft einfach da reingehen und das Ganze gemeinsam machen, damit man auch wirklich sehen kann, wie easy und lockerflockig das funktioniert. Und da war ich beim letzten Mal schon so begeistert von, wie das alles geklappt und funktioniert hat. Man sieht, wir haben hier direkt, zack, ein paar Halterungen, 4 Stück an der Zahl sind dabei. Dann haben wir hier ein paar Unterlagen, hier haben wir irgendwas Farbiges. Filament Swatches nennt sich das. Hier haben wir ein bisschen Werkzeug dabei. Alles in richtig, richtig dickem Schaumstoff verpackt. Jetzt kommen wir natürlich hier auch direkt zum Herzstück. Da seht ihr es nämlich, da ist der Drucker natürlich drunter versteckt. Und das ist halt wirklich genial gemacht. Ist halt komplett fertig aufgebaut, sodass wir nicht mehr viel bis gar nichts mehr gleich machen müssen vom Zusammenbau her. Das sollte eigentlich relativ wenig sein, was wir machen müssen. Das ist halt hier fürs AMS. Der Halter. Zack. Ja, wir müssen gleich schon mal in die Anleitung gucken, glaube ich. Das sieht ein bisschen abenteuerlich aus. Aber auch hier, materialtechnisch, wie man das von Bambu kennt, wirklich sehr, sehr geil. Hier oben 1, 2, 3, 4. Die Benennung oder Nummerierung für die verschiedenen Filamente, die jetzt hier jeweils aufgelegt werden, würde ich behaupten. Ja, probieren wir gleich alles gemeinsam aus, beziehungsweise im nächsten Video das hier. Erstmal so eine Konzentration wirklich aufs Unboxing, wie gerade eben angekündigt. So, ich muss mal ein bisschen Platz schaffen. Ich würde behaupten, hier können wir den Drucker hochheben. Genau, das geht. So, dann können wir den Part erstmal wegstellen. Und guck mal, ist er nicht süß? Das ist ja niedlich, ne? Das ist ein schöner kleiner. Aber das ist natürlich platzsparend und wenn man kleinere Sachen druckt, hier oben sehen wir die Platte, das ist übrigens direkt standardmäßig dabei, eine Pi-Platte, sehr geil, dann ist so ein kleiner Drucker doch wirklich, oder auch für den Einsteiger, eine ganz coole Nummer, sodass man nicht so tief in die Tasche greifen muss. Zack, da haben wir die Platte. Die hat eine Größe von, haben wir hier gar nicht beistehen. Ich werde gleich mal nachgucken, dann will ich es euch sagen. Hier haben wir auf jeden Fall den Arm noch geschützt, sodass beim Transport sich nicht bewegen kann. Und ja, der ist ordentlich, ne? Ein bisschen eingedruckt dadurch. Hier unten drunter sehe ich noch eins. Hier drüben sehe ich noch eins. Hier muss man Kabelbinder gleich aufpitchen.
Zack, den einmal weg. Die Bedienungsanleitung passt auch in meine Hand. Die ist auch so klein wie der Drucker nach dem Motto. Hier sehen wir nochmal What's in the Box, also die komplette Teileliste, alle Teile, die dabei sind. In der Combo-Variante. Daneben natürlich auch noch, was in dem Werkzeugkistchen dabei ist, den Kabelbinder. Den haben wir ja gerade eben durchtrennt. So, remove the four screws to unlock the Z-Achse, nicht X-Achse, so. Irgendwo müssen hier vier Schrauben sein, die wir lösen müssen, damit wir den befreien. Ah, das wird hier dieser grüne Halter sein, der zumindest grün markiert ist. Das ist der hier. Genau. Also, da würde ich behaupten, das ist dieser hier. Na, der hält den hier nämlich richtig fest. 1, 2, 3, 4 Schrauben, die lösen wir. Also hier braucht kleines Werkzeug, sollte aber auch dabei sein. Ich nehme gerne mein eigenes, ist ja kein Problem. Mini-Inbus. Ich würde schätzen, 3er wird das sein von der Größe, maximal 4. So, und dann können wir den Halter hier abnehmen, wie ihr seht. Next Step, sollen wir jetzt hier den Schaumstoff und wenn noch andere da ist, auch entfernen. Und dann hat das Bett hier seitlich, da könnt ihr es ganz gut sehen, hier und auf der anderen Seite auch noch 3 Schrauben, sagen sie. Muss man gleich mal gucken. Ich würde eigentlich eher vermuten, es sind 4 bei diesem X. Die soll man auf jeden Fall festschrauben. Zack, andere Seite. Tatsache, da ist keine. Die sitzt hier, also außen hingerichtet. Weil da würde man hier durch die Z-Achse auch gar nicht dran kommen. Okay. So. Toll gemacht ist halt wirklich die Einfachheit. For Purge Wiper steht jetzt hier extra mit drauf, wofür die Schraube ist. For Scrapper für diese Schraube ist. Und hier sieht man es für die anderen Schrauben, wofür die jeweils sind. Alles halt wirklich ganz einfach gehandhabt. Und in der Anleitung hier wirklich bebildert. Toll gemacht, muss man nochmal sagen. Wir sehen jetzt nämlich hier der Purge Wiper, der kommt hier an dem Arm, an die Seite dran. Das ist nämlich dieser hier und der wird da unten mit der Schraube und eben dieser hier nämlich festgeschraubt. Und das machen wir jetzt. Also versuchen wir einfach mal. Der hier, wie gesagt, soll hier, ja gut, das war jetzt keine Gunst, da rein. Die Schraube habe ich auch schon bereit. Und jetzt, ja okay, ich komme an dem Winkel nicht dran. Muss man den erstmal hier ein Stück vorziehen. Mal sehen, ob ich von der Seite jetzt hier das Loch finde. Das sieht gut aus. Nächstes montieren wir hier hinten den Spulhalter, denn, also Filamentrollenhalter, man hat ja auch die Möglichkeit, ohne das AMS das Gerät an Bald zu kaufen. Und dementsprechend sieht man ja auch wirklich ganz passgenau gemacht, weil hier ist ja so eine Rundung. Und hier, guck mal so, ne, aber hier ganz genau dort passt er. Dafür ist so eine kleine Adapterplatte noch dabei, die wird jetzt hier befestigt. Und dann wird der hier, zack, einmal so oben reingeschoben. Und dann haben wir den hier befestigt. Das ist wieder keine Kunst. Wir müssen uns die 2 passenden Schrauben dafür aus den Tütchen hier rausholen. Für Spoolholder festschrauben, reinstecken. Ja, dieses kleine Halteplättchen ist dran, sodass wir den jetzt dran setzen können, wenn es klappt. Jo, zack. Also wirklich passgenau perfekt. Jetzt kommen wir im nächsten Schritt dazu, das, was einige ganz abenteuerlich finden, ich persönlich auch, der Filamenthalter. Beziehungsweise das AMS in der abgespeckten Version, sage ich mal dazu. Hier haben wir immer noch so einen Kleber, den machen wir ab. So rum soll das ganze Ding hier draufgesetzt und montiert werden und das war's schon. Im Endeffekt müssen wir jetzt hier noch exakt mit 4 Schrauben arbeiten. Die haben wir natürlich hier auch wieder bei. Vor AMS Stand, das sind diese 4. Die werden hier jeweils und auf der anderen Seite reingesetzt und das war's. Aufpassen müsst ihr, dass ihr es so rum montiert. Danach müssen wir die Filamentrollenhalter befestigen und die sind ja grün, sehen wir hier, und orange. Und da haben wir nämlich hier auch 2 jeweils unterschiedliche. Also immer auf achten, grün und gelb oder orange. Hier wird es yellow genannt. Meiner Meinung nach ist das aber eher eine andere Farbe. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie die dann packen. Aber das ist ja auch eine krasse Konstruktion. Heftigst. Okay, mit ein bisschen leichtem Druck, sage ich mal dazu. Werden hier einfach aufgesetzt. So, eine Seite hatten wir schon. Grün jetzt, ne? Wurde diagonal gemacht. Grün jetzt hier oben. Zack. Und Nummer 4 auch wieder orange hier unten. Okay, das war's. Als nächstes müssen wir natürlich dafür sorgen, dass das Filament von hier auch zum Drucker transportiert wird. Erstmal machen wir hier noch
einen riesengroßen fetten Doppelkabelbinder ab vom Transport. Und dann hat man hier mehrere Schläuche dabei. Und hier müssen wir bei den Längen aufpassen. Die Anleitung gesagt, man soll den Drucker rechts hinstellen. Ich denke, es liegt unter anderem daran, dass wir das Kabel hier haben, was hier mit dem Drucker dann noch verbunden wird, damit das AMS halt auch bedient werden kann. Zwei kurze Kabel, die werden in Port 1 und 2 hier eingesteckt. Das machen wir jetzt gemeinsam mal. Die sind 580 mm lang. Zack. Jo, das war's schon. So, der kommt dann gleich da drüben rein. Hier oben, kann ich selber fast nicht sehen, ist die Nummer 2. Und dann haben wir natürlich noch die etwas längeren, weil klar, die haben einen längeren Weg. Ich nehme an, wenn ihr das auf die andere Seite stellt, wird der Weg von dort da drüben hin einfach zu lang sein. Da müsstet ihr euch andere Schläuche holen und gegebenenfalls mit dem Kabel hier gucken, ob das wirklich passt. Also von daher eher rechts orientieren. Wenn die Schläuche hier dran sind, soll das Ganze hier eingestöpselt werden. Hier ist jetzt keine bestätigte Nummerierung oder Bezeichnung dran. Und die Anleitung besagt hier auch einfach nur, dass man es in dieses Teil reinstecken soll. Aber farblich sehen wir hier, dass die kürzeren Schläuche auf der linken Seite sind. Also machen wir das auch mal so. Zack, beginnen wir bei dem links hinten. Okay, das ist der erste. Habe ich den richtigen? Genau, der zweite. So, und dann noch die anderen beiden. Nehmen wir die mal von hinten. Der. Und der. Und die Kabel fliegen natürlich jetzt noch so ein bisschen unsortiert hier durch die Gegend. Aber da haben sie sich auch was gedacht. Für diesen Kabelwust hier liegt nämlich dieses kleine Teil hierbei. Ähnlich zu sowas, was ich mal gedruckt hatte und bei Thingiverse auch online gestellt habe. Zack. Einfach so ein Halter. Ja, ist jetzt die Frage, wie machen wir das richtig, so dass das auch schön aussieht. 3 und 4. Ja, perfekt. Ist jetzt nicht so unbedingt, aber ja, ist schon okay. Sieht ein bisschen ordentlicher aus. Danach soll man das AMS anschließen. Das ist ja das Kabel hier. Und hier unten an der Seite hat er die Speicherkarte. Zack. Der kommt da rein. Und das war's im Endeffekt. Und auf der Rückseite haben wir hier den kleinen Power-Button, wenn ich ihn finde. Da ist er. Und dann können wir den hochfahren. Und das gucken wir uns jetzt auch an. Ich mache aber auch noch jetzt als nächstes, als weiteres noch ein Video über die komplette... Hallo, guten Morgen! Über die genaue Einrichtung und alles, wie das funktioniert, das seht ihr dann im nächsten Video. Also, jetzt abonnieren, machen wir dann im nächsten Video. Und ich bin gespannt, was ihr davon haltet, was ihr dazu sagt. Ich verlinke ihn euch unterhalb des Videos. Es sieht schon abenteuerlich aus, aber man muss Bambu wirklich sagen... Da haben sie mit dem Preis und diesem Gesamtkonzept wirklich wieder was Geiles gemacht. Mit 4 Filamenten hier arbeiten. Das ist schon eine geile Nummer. Freut euch auf jeden Fall. Ich habe ihn schon beim Kumpel gesehen. Wenn ihr damit druckt, mit 4 Farben, genauso wie mit dem großen AMS, halt wirklich nochmal eine ganze Ecke deutlich günstiger. Einfach nur geil. Und das Gesamtkonzept mit App, allem drum und dran und jetzt auch der Anbindung der eigenen Drucke, die man hochladen kann und von anderen Sachen aus der Community, die man drucken kann, bekommt Punkte dafür. Kann ich gerne mal ein ausführliches Video zu machen. Schreibt das gerne in die Kommentare, wenn ihr es sehen möchtet. Ist ein geiles Ding. Ja. Also, Daumen hoch fürs Video. Ich bin gespannt. Wenn ihr Fragen zu dem Druck habt, schreibt sie gerne unten rein. Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten und ciao.